Handwerk International ist das Thema einer neuen Ausgabe von HWK TV, zu der ich Sie herzlich begrüße. Mit Spitzenleistungen überzeugen Betriebe aus unserer Region auch im internationalen Maßstab. Dabei spielt die Verbindung aus Innovation, Hightech und ständiger Forschung eine wichtige Rolle. Ein Handwerksbetrieb, der hier seit Jahren eine sagenhafte Erfolgsstory schreibt, ist das Maschinenbauunternehmen Munsch aus Ransbach-Baumbach. Kunststoffbearbeitungsmaschinen und Pumpen, in deren Innenleben Kunststoffteile eine entscheidende Rolle spielen, ist das Unternehmen Munsch seit Jahrzehnten international erfolgreich. Dafür steht auch der Innovationspreis des Landes 2007, der vor wenigen Tagen für die Entwicklung dieses Schweißextruders verliehen wurde. Mit dieser Entwicklung werden Kunststoffbauteile, ob im Rohrleitungsbau und dem Verbinden von Folien, verschweißt. Ein Verfahren, das man seit vielen Jahren anbietet, das aber ständig weiterentwickelt wird. Entwicklung ist ein gutes Stichwort. Wir haben hier jeden 9. Arbeitsplatz im Haus, ist ein Entwicklungsarbeitsplatz. Wir benötigen innerhalb Deutschland und auch hier in der Region Innovation. Nur über den Preis können wir nicht verkaufen. Das heißt, wir sind eigentlich dazu verdammt, kontinuierlich innovative Produkte schnell und gut auf den Markt zu bringen. Die Märkte der Westerwälder Handwerker haben längst internationale Formate. Dabei ist man bei der Herstellung der Schweißextruder Weltmarktführer. Wer das nicht nur erreichen, sondern auch halten will, muss sich ständig weiterentwickeln. Das gilt nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für den Standort selbst, der am Ortsrand von Ransbach-Baumbach beeindruckende Maße angenommen hat und jüngst um eine weitere Halle erweitert wurde. Wir fertigen hier an diesem Standort Kunststoff-Schweißextruder und Chemiepumpen für aggressive Medien. Unsere Kunden finden sich weltweit. Wir haben zurzeit im Kunststoff-Schweißsektor einen Direktexport von über 85%. Das heißt, sie finden unsere Geräte in Afrika, in Asien, in Amerika, in Lateinamerika und natürlich auch in Europa, überall auf der Welt. Das Gleiche gilt eigentlich für unsere Pumpen. Wir sind mit diesem Produkt ebenfalls im direkten Export mit über 60% im Ausland vertreten. Über den indirekten Export, über den deutschen Anlagenbau, geht dann nochmal ein großer Anteil ins Ausland, sodass wir mit einem Exportanteil zwischen 75% und 80% direkt, indirekt auch im Pumpenbereich aufgestellt sind. Vom Handwerk für das Handwerk. Die innovativen Bearbeitungsmaschinen aus dem Westerwald kommen auch im Kunststoffcenter der Handwerkskammer Koblenz im Rahmen der Schulung zum Einsatz. Handwerker aus der Region und auch darüber hinaus, aktuell Mitarbeiter der Stadtwerke Friedberg bei Frankfurt am Main, bilden sich in der HWK-Einrichtung weiter, die alle Bearbeitungsverfahren mit Kunststoffen anbietet und legen hier ihre Prüfungen ab. Dass preisgekrönte handwerkliche Leistungen weltweit im Einsatz sind, haben Sie gesehen. Doch nicht nur um den Weg aus unserer Region quer über den Globus geht es in dieser Sendung. Wir berichten auch über Menschen, die über viele tausend Kilometer den Weg zur Handwerkskammer Koblenz gesucht haben und sich vor Ort über das heimische Handwerk informieren. Luftlinie zwischen der texanischen Stadt Austin und Koblenz sind genau 8.511 Kilometer. Was beide Städte über die Entfernung aber sehr eng miteinander verbindet, ist eine Städtepartnerschaft. Bei ihrem jüngsten Besuch in Koblenz besuchten die amerikanischen Gäste auch, das gehört längst zu einer liebgewonnenen Tradition, die Handwerkskammer Koblenz. Unsere Kammer arbeitet ja wirklich in vielen Ländern, aber sie arbeitet eben in den Ländern für die Betriebe und für unser Handwerk hier vor Ort. Wir wollen einfach über den Tellerrand hinaussehen, uns dort anschauen, was in den anderen Ländern geboten wird und das hier umsetzen oder gegebenenfalls sagen, hier können wir noch besser werden oder hier können wir bestimmte Dinge zu den anderen Ländern exportieren. Dabei sprachen die Gäste in den Ausbildungszentren mit Lehrlingen, Gesellen und Meistern und zeigten sich besonders begeistert von der engen Verbindung aus beruflicher Theorie und praktischer Umsetzung unter einem Dach. Übrigens bietet die Handwerkskammer Koblenz im Rahmen ihrer Betriebsberatung einen speziellen Exportservice für Handwerker, die Märkte über unsere Landesgrenzen hinaus erschließen wollen. Ich verabschiede mich von dieser internationalen Ausgabe von HWK TV. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Sandra Becker.